Oder auf reife Gerste. Die letzten drei Tage der 34. Duisburger Akzente stehen vor der Tür. So eine kleine Bilanz schon mal? Ja, die 34. Akzente waren, glaube ich, nochmal eine Fokussierung dessen, was wir in der Stadt bisher gemacht haben. 2009 haben wir die gesamte Stadt mit der Türkei gespielt, mit den Gedanken, Kulturen aus den verschiedenen Kulturkreisen zu fokussieren. Ruhrort 2010 dann als Hafen der Kulturhauptstadt und jetzt eben halt dieses wunderbare Quartier, der Lebensmittelpunkt Gerhard Mercators in der Zeit, wo er hier in Duisburg gelebt hatte. Wie gerade gesagt, wir sind noch nicht am Ende, sind noch drei Tage voller Programm. Die bisherige Zeit war eigentlich richtig gut. Wir hatten sehr interessiertes Publikum, nicht nur hier im Mercator-Quartier, sondern die Akzente sind ja sozusagen ein gesamtstädtisches, also auch das Theater, das Kultur- und Stadthistorische Museum, auch das Binnenschifffahrtsmuseum und nicht zuletzt auch die Bibliothek waren wunderbar am Start, auch immer dem Thema gewidmet. Mercator damals in seiner Zeit mit Zeitgenossen, wunderbares Filmprogramm übrigens in diesem Zusammenhang. Dann Mercator heute und morgen, da ist die Ausstellung Der blaue Planet ideal dafür, weil es eben halt auch der Jugend eröffnet, was Mercator geleistet hat. Und natürlich die Frage vom Suchen und Finden, eine Steilvorlage für das Reisen, ob nun das Reisen sozusagen geografisch oder virtuell oder eben halt, wie Kamstadt das gemacht hat, in das innere Seelenleben der Menschen. Jetzt siehst du das Ganze wahrscheinlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil für dich ist das die letzte Akzentezeit. Du warst jetzt Koordinator der Duisburger Akzente, ich glaube seit 4 Jahren. Und das ist die letzte Veranstaltung. Bedauern? Nein, weil ich bin ja nicht aus der Welt. Ich habe mich immer für die Kultur sozusagen eingesetzt. Mein Leben besteht aus Kultur. Ich hoffe, ich habe selbst auch Kultur. Also von daher war es eine wunderbare Zeit. Übrigens die letzten 4 Jahre auch eine sehr harmonische und sehr von der Idee begeistert, die Stadt sozusagen neu aufzustellen mit den Akzenten zusammen. Eben mit Frankie Barbie, dem Festivalbüroleiter, der bei der Duisburg Marketing angesiedelt ist und ich als Koordinator beim Kulturdezernat. Das war eine sehr starke Symbiose. Das, was man hier sieht, war auch ein Gemeinschaftsakt. Wir haben das immer zusammen gemacht, das ist ganz wichtig, so etwas. Das ist nicht sozusagen auf einen Schultern gepackt. Und ganz wichtig ist mir auch das hier nochmal zu sagen, dass der Kulturdezernent Vertrauen in uns beide eigentlich hatte und uns die Chance eröffnet hatte, große kreative Freiräume frei zu schaufeln und die man sieht eben halt auch gefruchtet hat, indem man die Bürgerschaft mitgenommen hat, aber vor allen Dingen viel mehr. Die sogenannte Szenekultur, das war der Vorwurf der Akzente viel früher. Die hatten immer sozusagen eigentlich eine Alibi-Funktion. Heute sind sie mitten im Zentrum, im Festivalzentrum mit dabei, sodass das Theatertreffen als Ursprungsgedanke der Duisburger Akzente jetzt mindestens einen Mittelpart bekommen hat, nämlich eben halt das Festivalzentrum. Wir haben jetzt gerade gehört, dass ca. 25.000 Besucher da waren bei den 34. Duisburger Akzenten. Ein paar noch kommen werden oder einige noch kommen werden. Jetzt ist das Ganze ja keine Sache, die jetzt auf Massenwirkung ausgelegt ist. Aber dieses Festival hat also eine sehr entscheidende Bedeutung in der Stadt, ist aber gleichzeitig auch in Gefahr, vielleicht in Zukunft gar nicht mehr stattzufinden. Letzteres würde ich natürlich äußerst bedauern, weil ich glaube, die Akzente seit 1977, als Konrad Schillings sie sozusagen hier ins Leben gerufen hatte, mittlerweile sozusagen ein Markenzeichen ist Duisburger Akzente, nicht nur irgendwelche Akzente, sondern die Duisburger Akzente. Und wenn man Akzente setzt, gibt es immer sozusagen darüber Diskussionsbedarf. Die Duisburger Akzente waren und sind ein Festival, über das man redet, aber auch das streitet. Auch die Kultur, die wir jetzt im Augenblick gerade haben, an der Frage, wie es mit Traumzeit, wie es in dieser Stadt mit Kultur weitergeht. Auch da hat ja Gerhard Mercator mit dem Ort der Musen würdig eine Steilvorlage für dieses Festival gegeben. Von daher ist es wichtig, dass dieses Festival im Gespräch bleibt. Und die Dinge, die wir jetzt im Augenblick gerade gemacht haben als Vorbereitung, haben einen früheren Veranstaltungstermin, wir haben das verdichtet auf 17 Tage, sind alles Beiträge dafür, dass das Festival nicht so wie 1977 mehr war, sondern eben halt sich neu aufgestellt hat. Trotzdem, 25.000, man muss es sagen, Besucher, denn es sind ja nicht Besucher, sondern es sind 25.000 Besucher, sind durchaus, also eine stolze Zahl, aber es geht nicht darum, eine Quote zu erfüllen, sondern letztendlich einen Akzent zu setzen. Und Gerhard Mercator ist ein solcher. Es ist nicht der alte Mann mit dem Bart, der uns heute nichts mehr sagt, sondern ganz im Gegenteil, er ist etwas, der in der Welt Offenheit, in dem Weitblick, in der Universalität, in der Toleranzgedanken und darüber hinaus natürlich mit seinen Forschungsergebnissen, ob nun sozusagen in der Kartografie, Astronomie und viel mehr, selbst Künstler übrigens war,
diese Figur, glaube ich, haben die Akzente und hat das Jahr hoffentlich 2012 noch durchaus vorzubereiten. Und mein Wunsch wäre es, nicht nur die Akzente 2014, ich halte es nicht für eine Katastrophe, die Akzente in Biennale zu veranstalten. Ich halte es durchaus für ein gut gemeintes Bekenntnis der Stadt zu sagen, wir wollen unsere Stadt mit den Akzenten erhalten, wir machen es biennal. Damit haben die Planer einen größeren Vorlauf. Insbesondere gerade bei den Opern- oder Konzertprogrammen muss man mehr Planungssicherheit haben. Und man hat dann eben halt genau diese Tatsache, Akzente bleiben. Und wenn es gelingt, in 2012 noch dieses schöne Kultur- und Stadthistorische Museum oder meinethalben vielleicht nur die Mercator Schatzkammer in Mercator Museum umzutaufen, dann glaube ich, hat man auch Nachhaltigkeit für die zukünftigen Generationen geschaffen. Olaf Reifegerst, jetzt noch eine persönliche Bemerkung zum Abschluss. Ich hatte das Vergnügen, mit dir 2010 die Duisburger Akzente 17 Tage zu erleben, dieses Jahr wieder. Ich muss sagen, es hat einen riesen Spaß gemacht und ich freue mich auf deine Tätigkeit weiterhin im Ruhrort und dass es da noch viele berichtenswerte und spannende Dinge gibt. Danke dir. Ich danke auch dir sozusagen, dass deine neue Plattform duisburg365.de weiter bestehen bleibt und dass sie aus den verschiedenen Stadtteilen und natürlich auch aus Ruhrort, denn Ruhrort ist kein Ruheort für mich, sondern das ist ein Unruheort und da wird sich noch einiges zeigen und erlebbar machen, was Ruhrort eben halt auch an kreatives Potenzial hat. Danke dir auch. Danke.